Servus, meine Lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siberia. Es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Wir haben uns schön im Chat über neue Projekte unterhalten. Projekte, die euch auf YouTube was angehen, Projekte, die, die nur auf Twitch was angehen, mit anderen Streamern vielleicht zusammen. Das hat alles noch nicht, hat alles eine Grundgestalt angenommen, aber wir gucken mal. Das sind immer so die schönen Dinge, die man da mitkriegt, wenn man auch im Stream dabei ist. Ich will jetzt keine Werbung auf YouTube für meinen Stream machen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Es gibt viele tolle Menschen hier. Jetzt wollen wir natürlich gucken, wie wir da hinten ins neue Biom reinkommen. Sieht man das von hier? Oh, man kann nicht ganz rüber gucken. Oh, was ist das denn? Vorratskammer? Warum ist hier... Knopf drücken sinnlos. Schön, dass das alles noch funktioniert. Ja, da ist irgendwie nicht so viel drin. Haben wir hier unten dann noch was außer einen Knopf? Da ist ein Knopf. Ansonsten haben wir hier nichts, außer noch einen Sarkophag, den irgendwer hier wohl geklaut hat. Ein bisschen Kunst, die offensichtlich geklaut wurde. Wahrscheinlich aus der Auditore-Villa. Ich wollte aber oben nochmal kurz ins Haus gucken, ob wir da noch reinkommen. Weil hier hinten ist noch eine Tür, da sind wir nicht dran gegangen. Niemand zu sehen. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch mal einbrechen, reingehen. Abgeschlossen. Ist jemand da? Auch gut erst versuchen, die Tür aufzumachen, bevor man fragt, ob jemand da ist, ne? Okay, man kann ja auch nichts aus dem Inventar verwenden, sonst hätte ich gesagt, müssen wir da vielleicht wirklich gleich noch einbrechen. Jetzt auch nicht ganz so abwegig in dem Spiel. Aber dann können wir auch einfach mal gleich ganz runtergehen. Und jetzt einmal hier links und noch ein Stockwerk tiefer. Gut, das da hinten ist wahrscheinlich einfach keine Wüste, ist einfach nur, also schon eine Wüste, aber nicht so eine Wüste, sondern einfach tot. Okay, eine Hälfte haben wir fertig. Die andere Hälfte ist immer noch kaputt. Aber okay, gut, das haben wir schon mal. Okay, da in dem unteren Bereich kommen wir noch nicht rein. Ne, oben kamen wir noch nicht rein. Unten hatten wir ja den Flaschenzug da irgendwie bewegt. Oh, war da hier so eine Tür? Hatten wir die letzte Mal schon probiert? Ich bin mir nicht sicher. Da steht reingehen, da steht nichts von ausprobieren. Ah ne, die hatten wir probiert, ja. Gut. Oder auch nicht. Ich meine, das sieht doch da hinten einfach eins zu eins aus wie Wüste. Das ist nichts Weißes plötzlich mehr. Ich meine, gut, eine Wüste kann ja auch weiß sein, Schneewüste und so weiter, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich rede eher so von einer klassischen Sandwüste.
Haben wir überhaupt noch irgendwas im Inventar? Ne, unser Inventar ist gänzlich leer, ne? Allzu viel Optionen, was man hier machen kann, gibt es auch gar nicht. Aber warte, wir könnten hier. Oh, wir könnten hier noch was machen. Das sieht so aus, ob wir hier was machen sollen oder können. Uns das mal an. Hier hätten wir einen Punkt, wo wir was mit dem Inventar machen können. Okay, das heißt, wir müssen irgendwelche Sachen noch einsammeln. Sie sind draußen feucht geworden. Ich weiß nicht mal, was das ist. Sie sind draußen feucht geworden. Okay. Ah, Kirk. Ist alles in Ordnung? Müssen wir nicht so schnell wie möglich die Brücke überqueren, damit wir in Sicherheit sind? Unsere heilige Brücke ist eingestürzt. Ja gut, die Hälfte steht schon wieder. Die neue Brücke sieht ziemlich gut aus. Warum nicht? Die heilige Brücke ist dort. Das da ist eine Zollstation. Vermutlich mit einem Polizisten und Papierkram. Nichts für uns. Ist das das Problem? Etwas Bürokratie verträgt sich wohl nicht mit euren Riten und eurem Glauben. In der Tat, Kate Walker. Obwohl die Karawane im Olympiastadion den Segen der Geister erhalten hat? Wir brauchen trotzdem die Zustimmung des Wächters. Und bei dem Zustand der Brücke macht mir das Sorgen. Wer ist er? Der Wächter der Heiligen Lande, ein sehr großer Weiser. Es heißt, er sei alterlos, dass er zahllose Straußenzüge gesehen hat und schon immer in dieser Jurte dort auf der anderen Seite lebt. Er ist derjenige, der bezeugt, dass das glückliche Geschick, das die Geister uns während der Zeremonie gestern Abend gewährt haben, die Karawane tatsächlich begleitet. Kein Yukol darf den heiligen Fluss ohne seine Zustimmung überqueren. Gilt das auch für einen Nicht-Yukol? Im Prinzip nicht. Was hast du vor? Ich gehe über die andere Brücke und schaue, was es mit dem Wächter auf sich hat. Wir fragen. Worin besteht der Segen des Wächters? Er gewährt uns die Überquerung, wenn er uns für würdig hält, wenn wir die Bräuche und Tradition befolgt haben und all sowas. Bist du sicher, dass unsere Verfolger uns nichts mehr tun können, sobald wir am anderen Ufer sind? Ganz sicher. So verrückt sie auch sind, sie würden nie riskieren, eine kriegerische Handlung zu begehen, indem sie eine Landesgrenze verletzen. True. Was ist los, Kate Walker? Du wirkst besorgt. Es ist nur... Ich denke an den Rückweg, Kirk. Danach... Wie wollt ihr eure Herde nach Hause zurückbringen, wenn Olga und die Soldaten auf euch warten? Immer eins nach dem anderen. Zuerst brauchen wir den Segen und die Zustimmung des weisen Wächters. Was weißt du über diese andere Brücke? Die alten Leute sagen, sie war beim letzten Zug noch nicht da. Es ist wie mit dem Land, das wir durchquert haben. Alles hat sich verändert. Und es ist schwer, unsere Traditionen diesen Neuerungen anzupassen. Glaubst du, sie werden euch dieses neue Bauwerk überqueren lassen? Durch den Handel, den wir unterwegs getrieben haben, haben wir Geld. Vielleicht reicht es, wenn wir den Leuten, die die Brücke kontrollieren, etwas davon geben. Ah, verstehe. Ich schaue, wie man rüberkommt. Bis bald. Danke für alles, Kate Walker. Na gut, okay, wir wollen den also bestechen. Das habe ich jetzt soweit verstanden. Ui. Okay, ups. Aha. Das brauchen wir. Jetzt füllen wir mal erstmal unser Inventar wieder auf, okay? Einmal alles mitnehmen. Ein bisschen Holz nehmen wir mit. So, zurück.
keinen Fall. Okay. Sieht aus wie ein Kuchen. Versuchen wir etwas anderes. Mhm, versuchen wir was anderes. Vielleicht Holz? Nichts. Nichts, okay. Es funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, okay, okay. Okay, da fehlt offensichtlich noch was. Oder wir nehmen das einfach alles mit. Verstehe schon. Haben wir da irgendwo auch noch was drin? Ne, da ist nichts drin. Ne, okay, zurück. Wir räumen erstmal hier einfach alles leer. Das ist kurios. Ich denke, das passt so. Ist irgendwie zumindest schlüssig aus. Ist die Öffnung immer da? Okay, die ist immer da. Ah, warte mal, warte, warte, warte. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir machen das mal eben auf. So. Inventar. Jetzt haben wir eine Menge, was wir hier hinlegen können. Rot 2. So. Gute Frage, ob das alles so richtig ist hier, aber wir probieren uns mal rum. Sie ist nicht angegangen. Was, wäre es nicht angegangen? Geh mal davon aus. Nein. Oh, wo drehst du dich denn hin? Na? Dreh da hoch. Wir reden nicht drüber, okay? Wir reden dann einfach mal nicht drüber, sondern platzieren das Ding dahin. Passt schon. Und dann haben wir hier noch was Blaues, was wir dahin machen können. Von mir aber so. Zurück. Angucken. Inventar. Blau dahin. Zurück. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist.
Ich denke, wir müssen erstmal herausfinden, welche Farbe wohin soll, oder? Ich denke, das werden wir erstmal herausfinden müssen. Von mir aus auch so. Zurück. Wir hatten hier hinten ja auch noch die Dinger, die wir uns angucken können. Da werden wir wahrscheinlich diese ganzen Formen rein tun müssen, aber wir haben ja auch gar keinen Anhaltspunkt, was wir wie wo machen sollen. Sie sind draußen feucht geworden. Mm, die Holzscheite, jetzt wird ein Schuh draus. Sieht seltsam aus. Wohl so eine Art Backrohr oder Ofen. Können wir denn irgendwo irgendwas rausfinden? Was passiert, wenn ich das da drauf lege? Es funktioniert nicht. Unmöglich. Nichts. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt uns noch. Hat er jetzt irgendwas von der Brücke da unten erzählt? Können wir da dann irgendwie hindackeln? Hier lang zum Beispiel? Ja, offensichtlich nicht wirklich, ne? Neuigkeiten vom Wächter? Nee. Kann mit keinem Wächter reden, hier ist ja keiner. Hier ist ja keiner, oder ist er wieder da mittlerweile? Oder ist er mittlerweile wieder zurückgekommen? Ich meine, sein Motorrad steht hier noch nicht, dass er in den Fluss gefallen ist und wir gar nicht mit ihm reden können. Oh, er ist wieder zurückgekommen. Hallo. Plötzlich verschwindet alles, was er da hatte. Guten Tag. Oh. Guten Tag, meine Dame. Worum geht es? Ich begleite den Zug des Yukol-Stammes. Normalerweise überqueren sie den Fluss genau hier, in etwa alle 20 Jahre. Aber ihre Brücke ist eingestürzt. Und sie dürfen das neue Bauwerk nicht ohne Zustimmung ihres... Also, er ist so eine Art spiritueller Zollbeamter und lebt auf der anderen Seite. Ich muss dringend hinüber, um mit ihm zu sprechen. Können Sie mich bitte hinüberlassen? Bitte. Also nun... Ich habe von diesen Nomaden gehört, aber sie leibhaftig gesehen. Ich habe diesen Posten erst seit ein paar Monaten inne. Nun, Sie müssen mir nur die entsprechenden Dokumente vorlegen, schätze ich. Und ja, bitteschön. Ich habe keine. Ich habe ja nicht mal einen Pass. Das könnte schwierig werden. Mein Pass liegt noch in Valsimbor und ich glaube nicht, dass die Yukol irgendwelche Ausweise haben. Wenn das so ist, glaube ich nicht, dass das möglich sein wird. Also, tut mir leid, meine Dame. Hören Sie, die Yukol werden hierbleiben, bis ich zurück bin. So können Sie sicher sein, dass ich so schnell wie möglich wiederkomme. Können wir also diese kleinliche Bürokratie nicht mal weglassen? Und, was passiert, wenn Sie zurück sind? In Ermangelung der richtigen Papiere werden die Yukol Ihnen sicherlich einen beträchtlichen Anteil Ihrer Ersparnisse überlassen, um Sie für die Umstände zu entschädigen. Wovon reden Sie da, meine Dame? Bargeld. Jede Menge Bargeld. Damit Sie einfach woanders hinsehen, während Sie die Brücke überqueren. Also dann muss ich nur sehen, was mein Vorgesetzter sagt, wenn ich ihn anrufe. Die Wand? Wie man uns immer sagte, Regel Nummer 1, immer den Vorgesetzten informieren. Und Regel Nummer 2, im Zweifel kommt Regel Nummer 1 zur Anwendung.
Der Kern der Sache ist eigentlich, dass Sie Ihre Vorgesetzten nicht informieren. Sie behalten das Geld für sich selbst. Verstehen Sie? Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Natürlich dürfen Sie es keinem erzählen. Aber denken Sie mal nach. Mit so viel Geld können Sie sich zur Ruhe setzen. Stimmt. Also gut, in Ordnung. Sie müssen jedoch das Wasserrad im Fluss in Gang setzen. Das läuft schon. Um die Brücke zu aktivieren, damit ich sie hinüberlassen kann. Ihre Gruppe besteht aus so vielen Leuten, dass ich meinen Posten nicht verlassen will. Es ist nicht nötig. Ich habe mich schon um den Motor gekümmert. Sie haben was? Aber Sie hätten fragen müssen. Geben Sie zu, das hat uns Zeit gespart. Naja. Ja, das stimmt. Also sagen Sie mir, wenn Sie hinüber wollen. Die Brücke? Warum ist die alte Yukol-Brücke, die vorher hier war, zerstört? Ich habe gehört, sie war nicht allzu stabil. Sie brauchten etwas Effektiveres zur Kontrolle der Grenzen. Und das heißt? Also, wie Sie sehen, ist sie aus zwei unabhängigen mobilen Komponenten. Und ich bin derjenige, der sie hier aktiviert. Mhm. Also ist es die sicherste Grenze der Welt. Was? Jedenfalls sagen das meine Vorgesetzten. Ach so. Ja gut, was die sagen, ne? Papplapapp. Wissen Sie, ob auf der anderen Seite noch jemand ist? Also, eigentlich war ich noch nie dort. Ich bin nicht berechtigt. Es ist ein anderes Land. Von hier aus habe ich noch nie jemanden gesehen, außer dem verrückten Alten, der dort lebt. Die Person, die in der Jurte dort auf der anderen Seite lebt? Ja, er ist ein kleines mein Grenzkontakt, wie es im Handbuch steht. Kennen Sie ihn persönlich? Also, ich habe ihn noch nie vor nahem gesehen. Weil er auf der anderen Seite ist. Klingt logisch. Und um ehrlich zu sein, es ist irgendwie... Manchmal tauschen wir mit Hilfe der Seilrutsche, die sie beim Bau der Brücke über den Fluss gespannt haben, Vorräte aus. Der alte Kerl hat eine Vorliebe für Schnaps. Mhm. Also schicke ich ihm gelegentlich Wodka. Nur um gute nachbarschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, wie man so sagt. Wie dir einfach gerade komplett alles aus dem Gesicht gefallen ist. Nichts für ungut, aber Sie wirken etwas zögerlich. Wann haben Sie hier zuletzt jemanden gesehen? Ja? Also, um ehrlich zu sein, ich bin hier seit 6 Monaten und in der Zeit war nie jemand da. Keine Menschenseele. Niemand. Also rede ich nicht viel, was man ja verstehen kann, nicht wahr? Manchmal angle ich, um mich zu beschäftigen. An manchen Tagen rede ich mit den toten Fischen. Verstehe. Bitte was? Also, ich gehe auf die andere Seite. Okay. Ja, okay. Gehen Sie an den Anfang der Brücke. Ich bringe Sie dann rüber. Der hat auch irgendwie einfach so gefühlt nichts zu melden. Da hinten ist sie, die Wüste. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden, wie das ganze Ding funktioniert. Jetzt habe ich verstanden, wie das Ganze funktionieren soll. Aber was uns auf der anderen Seite erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr alle Links des Social Medias. Und bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!